Eine ungewöhnliche Veranstaltung eröffnete den 81. Deutschen Katholikentag. In der tausendjährigen Bischofsstadt Bamberg trafen sich Gastarbeiter. Italienische, spanische, portugiesische. Ein neuer Akzent in dem Bemühen, den ausländischen Arbeitskräften und ihren Familien die Trennung von der Heimat zu erleichtern. In St. Michael zelebrierte Bischof Tabera von Madrid ein Pontifikalamt in spanischer Sprache. Bei einem Folklorefest, das den Gastarbeitertag beschloss, vergaßen Akteure und ihre deutschen Zuschauer die Probleme des Alltags, die überall entstehen würden, wenn mehr als 1,2 Millionen Menschen in einem fremden Land einen Arbeitsplatz gefunden haben. Des Schauspiels erster Teil liegt